Ah, jetzt ist gehört. Funktioniert sofort. Sehen. So, also ich bin fertig. Ja, ich brauche nur noch das ringelt gerade. Aber das ist mir egal. So, wie spät ist denn? 8:52 Uhr. Punkt 9 geht raus. Ja, obwohl ich natürlich auch ein bisschen baden könnte. Vielleicht kommt ja die Sonne noch raus. Eigentlich sollte es ja stürmen, war ich weiß es nicht. Oder gestern. Na gut, ist mir jetzt ja, ich geh auf alle Fälle laufen. Ihr könnt euch ja nicht vorstellen, wie schön das ist. Ich habe das ja erst mit der Arbeitsschule gemacht. Ich muss aufpassen, weil die haben jetzt hier wieder Schreibtischverbot. Die dürfen nicht mehr auf dem Schreibtisch. Ja. Ihr glaubt das nicht. Füllen auf wieder. Da kippt die. Aber das war nur Wasser. Ja. Hier auf dem Teppich. Ja. Ach, mein, ich sag euch. Ja, jetzt kippt sie. Zeig's euch mal. Jenny. Jenny. Kann man so sehen? Ah, macht sie jetzt so stolz. Ja? Ja, ist ja ein Weib. Ich stehe ja auch. Ja? Und jetzt weiß ich auch, warum ich so viele Probleme hatte. Mit Ideen. Eigentlich. Ja, ich bin kein Frauenversteher. Ja? Im Gegenteil. Ja? Ich verstehe die überhaupt nicht. Ja? Ja, das ist mein voller Ernst. ja, ich weiß, da sollte man jetzt nicht drüber lachen, ja, weil man sich dadurch natürlich auch viele Chancen versaut. Ja. Aber okay, bei mir ist das nun mal so, ich mache keine Frau an. Ja, also jetzt versteht mich bitte richtig. Ja, ich mache das nicht. Und wenn, ja, so wie, naja, ich lasse das mal offen. Aber ich bin nicht mehr so ein Schwein, wie ich gewesen bin. Meine Mutter hat zu mir gesagt, so kann man nicht mit Mädchen umgehen. Und deswegen kriegt auch jede die Wahrheit vorher zu hören, falls ihnen mit mir möchte. Ich bin ja immer gerne mal bereit, so ein, aber nicht hier in der Öffentlichkeit oder auf der Toilette oder im Swingerclub oder so, das will ich alles nicht. Und die Frau muss dann auch Zeit haben. Ja, halt, stopp. Weil, für morgens oder was, das kann ich einfach rausschmeißen. Ja, das geht auch nicht. Aha, weil bei mir. Nö. Wenn ich eine eigene Wohnung habe, ein Zimmer, naja gut, okay. Das muss ich abwarten. Das lasse ich mal jetzt noch offen. Ja? Ob ich eine Frau in meiner Wohnung lasse. Das lasse ich noch offen. Ja? Das weiß ich wirklich noch nicht. Einer hatte ich jetzt mal angeboten, ich hab ihr mal geschrieben da, ich hab schon eine Flasche Champagner, aber sie wollte das nicht. Die hat auch gedacht, ich würde ihren. Nein, jetzt rede ich schon wieder zu viel. Blödsinn. Also, Süße, verzeih mir mal das, ja, weil du wärst ja was Ernstes. Du wärst ja kein Larifari, ja. Du wärst ja was Ärzte für mich. Okay. Um wen es sich dabei handelt, sag ich euch nicht. So, wie spät ist denn? 56, okay. Juhu! Also, habt dann ein schönes Wochenende daraus. Okay, ciao.